Wir sind da. Tom, mach Sam bereit. Ich gehe und wecke den Doc. Sam, wir sind beim Arzt. Gott, sind Sie das, Polly? Was machen Sie um diese Zeit hier? Na, Doc, tut mir leid, aber wir hatten einen Unfall und brauchen Ihre Hilfe. Okay, wo ist er? Bringen Sie ihn rein. Okay. Das war unser Doktor. Er stellt keine Fragen und Sam ist in bester Gesellschaft. Bist du sicher, dass es nicht irgend so ein Metzger ist? Absolut nicht. Er ist der beste und bestbezahlte Arzt in der ganzen Stadt. Wenn du verletzt wirst, kannst du dich jederzeit auf ihn verlassen. Okay, ich hoffe nur, er tut sein Bestes für Sam. Endlich ist es vorbei. Es hätte uns allen schlimmer ergehen können als Sam. Wenn ich den Bastard kriege, der uns verpfiffen hat, reiße ich ihm den Kopf ab. Sieht aus, als hätte jemand genug von uns. Da hast du recht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir schwant Übles. Wenn der Don hört, was passiert ist, werden die Hunde dafür zahlen müssen. Das bedeutet Krieg und das ist gar nicht gut. Da hast du wohl recht. In Ordnung, also gute Nacht, Tom. Gute Nacht. Naja, versuch das Beste draus zu machen. Wow, was eine Reihe für ein merkwürdiges Mikrofon im Einsatz. Gute Loh. Fahr zurück zu Salieri's Bar oder schau auf dem Weg bei Lucas Bertana vorbei. Wer ist Lucas Bertana? Ich hab schon wieder alles vergessen. Lucas der Bretone. Wie, ich hab hier keine Dinge, oder was? Ich hab keinen Pfeil, kein gar nichts. Ich weiß doch gar nicht, wo dieser Lucas Bretone, wo der wohnt. Ich weiß gar nicht, ob der ein Haus hat. Kacke, wie soll ich denn das bitte schön? Wer ist denn das? Ist der Depp, der mit dem Auto da? Bestimmt der mit dem Auto, oder? Das ist der mit dem Auto. Oder hieß der anders? Ja, ich werde es ja gleich sehen. Ich hoffe, dass sie jetzt nicht den Arzt meinen. Also da habe ich ja gar keinen Plan, oder? Wobei, ne. Das muss eigentlich eingezeichnet sein. Egal, dann haben wir nach Hause. Kannst du doch irgendwie hupen? Oh yeah! Ding! Oh oh! Ah, da steht's ja! Bertones Autoservice, da muss ich hin. Achso, ach. Ja, komm, der zahle ich jetzt, weil ich will jetzt zu dem Autoservice fahren, ohne dass ich die Eier bekomme. Naja, ja, bla 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 bla. Hier und zack, bumm. Okay, kein Problem, hier ist das Geld. Ja. Ist natürlich immer, sowas nimmt man ja zähneknirschend hin. So, los geht's, weiter geht's. Mit dem Roadster. Zum Bertones Autoservice Point. Vielleicht gibt es ja irgendwie ein geiles Auto für mich oder sowas. Jetzt mache ich halt auch direkt dieses 40er-Ding rein. Komm, ich will mal nicht so sein. Ach, obwohl, scheiß drauf. Die werden mich nicht kriegen. Doch, die kriegen mich. Wenn ich dann zu Salieri fahre, mache ich es wieder raus. Aber hier muss ich es... Ja, da bis ich was sehe. Komm, jetzt achte ich halt ein bisschen auf die Karte. Na, 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 Spider-Schwein, Spider-Schwein. Ja, jetzt left. Dong. Wow, wow, wow. A hobo. Ich frag mich, was es da Schönes für mich gibt. Vielleicht ein neues Auto, irgendwie so ein richtig geiles oder sowas. Das wäre ultra, ultra geil. Ich habe auch noch 3 Minuten Zeit, dann haben wir 1:20 hier aufgenommen am Stück. Dann sollte das es eigentlich für heute gewesen sein. Ich muss das ja noch alles rendern in 10 Minuten Parts. Gucken wir mal, was er hier hat. Knallkopf. Hey, Bertone. Gib mir mal was Tolles. Ah, Tommy, du kommst genau richtig. Ein Informant hat mir gesagt, dass es die Bullen auf einen meiner Freunde abgesehen haben. Mann, wir müssen ihn so schnell wie möglich warnen.
Sein Haus ist in Hoboken. Kannst du das erledigen? Okay, Lukas. Mach, komm da noch schnell hintuckern. Ah jo, das passt doch auch gerade in meinen Zeitrahmen. 2 Minütchen. Ich muss mal wieder, ja, ich wollte gerade sagen, auf meinen inneren Kompass hören, aber nein, ich darf sogar mit dem, mit der Markierung, das wollte ich sagen. Ich darf mit der Markierung fahren. Oh, Vorsicht. Ich vermisse schon wieder die Musik. Habe ich denn die kann man den Radio ausschalten? Wenn ja, wie kann man ihn wieder einschalten? Warum habe ich den ausgeschaltet? Scheiße, nochmal. Oh, schneller. 1 Minute noch. Ja, dann muss ich auf jeden Fall ausmachen. Ich kann jetzt auch heute Nacht nicht so lange machen, weil ich morgen noch aufstehen muss und noch ein bisschen was erledigen muss. Ich muss früh aufstehen. Viel erledigen. Komm schon. Batsch. Bam. 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 Peng, bumm. 30 Sekunden noch. Heute bloß nicht im Auto umfallen. Ich weiß nicht, ob ich das noch schaffe. Boah, oh, oh, 15 Sekunden noch. 10 Sekunden, ey. Ich glaube, das muss ich gleich nochmal machen. Die Drehung da gerade eben war jetzt zu blöd. Komm. 5. Vorsicht. Ich das jetzt, bin ich jetzt noch im Zeit. Ach, das ist die letzte Sekunde. Lächerlich. Wo wohnt der hier? Was ist? Hast du eine Ahnung, wie spät es ist? Lukas Batone schickt mich. Du musst abhauen. Die Bullen sind hierher unterwegs. Verdammt. Dank Lukas von mir. Und dir auch. Ich gehe zur Hintertür raus. Dann sieht mich niemand. Viel Glück. Ich gehe zur Hintertür raus. Dann sieht mich niemand. Ich male mich blau an. Dann bin ich blau. Nice. Nice, nice, nice. Habe ich gut gemacht. Ich könnte mir selbst auf die Schulter klopfen, mache ich aber nicht. Dann fahre ich mal zu dem Bertane-Dödel und fahre mir die Hie. Und dann hätte ich gerne ein neues Auto von ihm. Vielleicht, hoffentlich kriege ich ein neues Auto. Ich will eins, das richtig abgeht. Wie diese Seifenkiste da, dieses Brummel, die Brummelauto. Das hätte ich gern. La la la. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt so müde bin. Ich habe eigentlich ziemlich lang geschlafen. Ja, es gibt übrigens noch eine freudige Nachricht. Wir haben ja, also hier bei mir zu Hause, meine Freundin und ich haben Degus, 4 Stück. Und wir dachten, es wären 4 Männer, aber nein, es war ein Weibchen dabei und die war jetzt schwanger. Wir haben 6 kleine Mini-Degu-Knöpfe. Und ja, das ist die freudige Nachricht. Das war's. Nachrichtenende. Weiter geht's, darunter zu dem Knallkopf. Ich muss sagen, ich habe letztens, ich habe Xbox Live gespielt und sehe halt dann mal wieder, ist da der Trailer aufgeploppt zum neuen GTA, also zum 5er. Und ich muss sagen, ich finde es echt kacke, dass es noch so lange dauert, bis es rauskommt. Also bis März, ich kann einfach nicht mehr so lange warten, ich will es jetzt sofort haben. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Also es sieht wirklich ultra, ultra geil aus. Es ist wohl die gleiche Stadt wie bei San Andreas, nur halt noch größer. Und ich freue mich schon so extrem drauf, das gibt's gar nicht. So, genug Game Talk, auf zum Dödel. Wehe, ich bekomme nichts. Dann haare ich mir nie. Und was ist? Ging alles klar. Er hat sich bedankt und ist dann abgehauen. Ach, Gott sei Dank. Ich habe eine Belohnung für dich, Tommy. Ja. Ich wollte noch sagen, das Auto klaue ich später. Das kleine Grüne da hinten. Jawohl. Genau diesen Boba Fett. Zeig mir, wie er aufgeht. Los.